Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr es ja schon mitgekriegt habt, auf Instagram und Facebook hatte ich einen Autounfall. Ja. Und ich will euch das mal zeigen, wie es denn dazu gekommen ist. Also, wenn man denkt, ich kam ja gerade, die Kamera halten ist auch echt anstrengend. Aber ich musste jetzt einfach mal rausgehen, weil zu Hause fiel mir schon langsam die Decke auf den Kopf. Wisst ihr? Deswegen will ich euch das jetzt mal zeigen, wie es abgelaufen ist. Ne? Also ich kam ja dann Freitagmorgen aus der Nachtschicht, wollte nach Hause, wollte ins Bett. Ja, komme dann hierher gefahren, ne, wo ich wohne, nach Börnsen. Und stehe hier an der Kreuzung, die könnt ihr hinter mir sehen, die Kreuzung. Und dann zeige ich euch das mal eben. Also hier stand ich an der Kreuzung. Wollte jetzt abbiegen, so wie das Auto. Ja. Fahre dann hier an die Kreuzung ran. Ja, hier an die Kreuzung bin ich rangefahren. Ja, von vorne kam, so wie jetzt auch ein Auto. Ich habe hier gehalten, habe geblinkt. So wie jeder andere jetzt hier auch. Ja. Und dann kam nämlich von der Rückseite. Da kam dann von hinten ein Transporter. Nach Aussagen von dem Fahrer haben wir hier eine Bäckerei. Ja. Da hat er reingeguckt und hat sich überlegt, ob er sich Brötchen holt. Ja. Und dann ist der mal eben kurzerhand ungebremst. Also ich stand ungefähr so auf dieser Höhe hier. Ja. Ist er ungebremst hinten in mein Auto rein. Ja, und schleuderte mich gegenüber auf die Fahrbahn, na, auf dem Gehweg drauf. Aber das zeige ich euch jetzt mal von der anderen Seite. So, jetzt bin ich auf der anderen Straßenseite. Ja, da wo jetzt der Weiße da steht, auf der Höhe war ich so ungefähr, noch weiter vorne. Auf jeden Fall ist er mir hinten reingebreddert. Und dann bin ich hier, das sieht man auch an der Felge, bin ich hier über diesen Bordstein, da sind die Spuren noch frisch, ja, hier rauf. Da hatte ich noch ein Plastikteil hier raufgeschlendert und wir werden hier rüber. Können wir das sehen? Hier ist noch von der Felge ein bisschen Rost. Ja, hier so rüber und hier habe ich dann gestanden. Ja. Hier habe ich gestanden. Ich muss auch dazu sagen, das Ding war richtig übel. Jetzt ist ja auch noch ordentlich Verkehr auf den Straßen tatsächlich. Also er ist mir dann ja hinten reingebrettert. Ja, also ich habe persönlich den Knall hinten habe ich wahrgenommen. Den habe ich wahrgenommen und ja, bin erst wieder aufgewacht, als das Auto stand. Also was dazwischen passiert ist, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja, aber als ich aufgewacht bin, habe ich meine Augen aufgemacht und habe ich die Handbremse angeguckt. Und es war alles so ein bisschen leicht verqualmt im Auto. Ich denke mal, das kommt dann von den Reifen, ja, weil ich ja quasi um die Kurve gedriftet bin, wie ein Driftgott anscheinend. Und auch weil ich muss einfach mal Pause machen mit der Kamera halten, das geht nicht. Ja. Als er zu mir kam, wie gesagt, habe ich ja die Handbremse angeguckt. Und dann der Unfallverursacher kam dann ja zu mir, hat die Tür aufgemacht und fragte ihn, ob alles in Ordnung sei. Aber ich kann sagen, mein Kopf, der tat so weh. Mein Kopf, der tat so weh. Das hat so gedröhnt im Schädel. Ich wusste erstmal gar nicht, wo ich bin. Und dann sagte er noch zu mir, er hat in die Bäckerei geschaut und hat überlegt, ob er sich noch Brötchen holt oder nicht und wollte gucken, wie voll der Laden ist. Ja, und hat mich komplett übersehen. Also ist er ungebremst hinten drauf. Ja, und hat mich erstmal über zur anderen Straßenseite katapultiert. Alter, das war echt ein Rums. Also, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Tatsächlich. Ich kann die Kamera nicht so lange halten. Puh. Ja, wie gesagt, ist er ungebremst in mich rein. Und hat mich dann da durch die Gegend geschleudert. Die Polizei kam dann noch und ein netter Mann, der ist in der Börsener Feuerwehr, ich sag schon mal vielen Dank,
für die Unfallstelle absperren und dass er sich um mich gekümmert hat. Er sagte, dann soll ich noch einen Rettungswagen rufen. Ich sagte, nee, alles gut. Und da habe ich mich umgedreht und hatte gesehen, dass ich im Hinterkopf blute. Und dann hat er nochmal einen Rettungswagen gerufen. Dann bin ich dann nochmal mit dem Rettungswagen dann wieder zurück ins Krankenhaus. Ne? Durfte da nochmal einen Check durch mich, über mich ergehen lassen. Naja, auf jeden Fall kommt gleich ein Gutachter zu mir. Der holt mich ab und dann fahren wir dahin. Der macht dann ein Gutachten vom Auto. Ja, und da werde ich die Kamera auch mit hinnehmen. Bin ich mal gespannt. Ich habe das ja noch nicht so ganz realisiert, wie das Auto ausgesehen hat danach. Da bin ich mal gespannt, wie ich mich denn fühle danach, wenn ich das Auto jetzt noch mal sehe. Ne? Also, schaltet nicht ab. So, jetzt sind wir bei dem Abschleppdienst in Schwarzmeck angekommen. Wer ist jetzt mit dem Gutachter hier? Kann ich dir auch zeigen oder hast du, kannst du machen. Schmerzen damit? Das ist der gute Martin. Moin moin. Der hat sich jetzt das Auto angeguckt. Und was sagst du? Totalschaden. Da ist nichts mehr zu holen, du. Das ist vorbei. Ja, das Ding ist wirklich durch. Bevor ich das Ding gleich mal zeige, was meinst du, was kriege ich dafür noch? Du, ich will mich da auf keine Summe versteifen. Wart auf das Gutachten, das hast du spätestens übermorgen. Ja, dann wird's doch nichts mit dem Lamborghini. So, ich zeige euch jetzt erstmal mal das Auto hier. Nee, kein bisschen. So, das ist das gute Stück. So, kleiner Fun Fact vorweg nochmal. Bevor der Unfall jetzt passiert ist, 2 Tage vor habe ich den gewaschen. Hm. Ne? So, hier. So, von hier sieht es eigentlich noch relativ gut aus. So, jetzt kommen wir aber hier mal ans Heck. Und dann seht ihr schon da den Knick im Schweller. Da bin ich über den Bordstein wohl oder übel. Oh, das ist eine richtige Delle. Eine richtige Delle drin. Ach, krass. So, hier ist auch noch an der Tür. Kann man es auch noch gut sehen. Hier oben auch noch gestaucht. So, erstmal die Heckscheibe, wie ihr das schon auf Instagram und so gesehen habt. Da hatte ich ja ein Foto gemacht. Von hinten vom Auto. Also, ja. So schon mal dazu. Dann machen wir mal die Tür zu. Guck mal. Das ist auch, die Spaltmaßen stimmen da auch nicht mehr. Und dann haben wir ja noch den Fahrersitz. Der ist krumm und schief. Krumm und schief. Tatsächlich. Und der ist so weit hinten. Das ist echt verrückt. Und das Radio ist auch halb raus. Aber da war schon eine Wucht hinter. Tatsächlich. Das war schon immens. Der kleine Anschubser. Ja gut. Ich melde mich dann nochmal, wenn ich gleich zu Hause bin. Und dann kann ich noch mal bestimmt das ein oder andere dazu noch mal sagen. Ne? Hau rein, mach's gut. Ciao. So, hier, wenn ihr mal was haben wollt, wissen wollt, ist es unbezahlte Werbung. Ja, Autotax-Expert, gerne mal vorbeischauen, korrekte Jungs. Die kümmern sich um ihre Kundschaft. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin echt fertig mit der Welt. Ich muss jetzt mal gleich wieder Tabletten nehmen. So. Wenn ihr mal auch sowas habt und ihr kommt hier aus meiner Region, ich weiß gar nicht, ob die überregional jetzt auch was machen, aber Autotax-Expert, da könnt ihr gerne mal anfragen. Das ist keine bezahlte Werbung allerdings. Ne? Könnt ihr gerne mal nachhauen. Ich bin so durch, ne? Kann auch sein, dass ich da ein bisschen wehr rede im Video, aber. Es tut mir leid. Aber ihr wisst erstmal Bescheid. Es kommen erstmal nächste Woche wohl erstmal keine Videos mehr. Ich muss erstmal wieder fit werden.
Ne? Das ist dann jetzt erstmal so der Stand der Dinge. Und dann würde ich sagen, haut rein, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ja? Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder fit bin. Haut rein. Achso, vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche auf den ganzen anderen Social Medias. Vielen Dank und jetzt aber reingehauen. Ciao, ciao.